Die Förderung und Verbesserung des Radverkehrs in Hameln liegt eigentlich allen Stadtratsfraktionen, aber auch der Stadtverwaltung am Herzen. Deshalb gab es auch schon in der letzten Wahlperiode die Begleitkommission für das Verkehrsentwicklungskonzept Fahrradfreundliches Hameln. Auch in der neuen Ratsperiode wird es die Begleitkommission wieder geben. Das hat der Umweltausschuss aus seiner letzten Sitzung beschlossen. Ebenfalls abgesegnet wurde der Vorschlag der Gruppe aus SPD, Grünen und Linken, dass die Aufgaben des bisherigen Fahrradbeirates von der Begleitkommission mit übernommen werden sollen. Grünen-Fraktionschef Sven Kornfeld erläutert, warum dies aus seiner Sicht sinnvoll ist. Wir hatten sozusagen zwei Gremien hier, die sich mit dem Thema Fahrrad beschäftigten. Und zum Teil ist das eine Gremium durch Hameln gefahren, hat bestimmte Ecken sich angeguckt, hat hier seine Beschauung gemacht und eine Woche später traf sich das nächste Gremium und hat die gleiche Fahrt gemacht und die gleichen Themen besprochen. Und diese beiden Gremien wollen wir jetzt mal zusammenführen zu einem Gremium, haben auch geguckt, wer sitzt im Fahrradbeirat, wer saß in der Fahrradbegleitkommission, hier die Besetzung auch zusammengebracht, sodass wir da praktisch in einem Gremium dann aktiv werden können, dass wir uns auch diskutieren können, dass auch ein arbeitsfähiges Gremium ist und nicht zwei parallel laufende Gremien existieren. Mit einem weiteren Vorschlag ist Rot-Rot-Grün noch nicht erfolgreich gewesen. Beabsichtigt war nämlich, einen ehrenamtlichen Fahrradbeauftragten zu berufen. Da stand es im Ausschuss 6-6 unentschieden. Dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Sven Kornfeld kämpft jedoch weiter für dieses Anliegen. Jetzt wird es langsam Zeit für einen Fahrradbeauftragten in der Stadt Hameln, denn wir brauchen auch einen Ansprechpartner für Radfahrer. Wir sehen auch, dass der Radverkehr zunimmt. Wir haben so viel Radfahrer hier in der Stadt, es verändert sich natürlich auch im Verkehrsverhalten. Und das heißt natürlich auch, dass sich Infrastruktur verändern muss und anpassen muss. Und dafür jemand, der sich damit Herzblut für einsetzt, für diese Sache des Fahrradverkehrs, wäre auch als Ansprechpartner unbedingt notwendig, um auch diese Themen voranzuschieben. Wir sehen doch, wie man als Radfahrer oftmals gegen Mauern redet. Und da eine Person zu haben, die ehrenamtlich aktiv ist, die hier öffentlich ausgeschrieben wird, wo sich Menschen bewerben können oder vorgeschlagen werden können oder auch Institutionen, Organisationen Menschen vorschlagen können, als Ansprechpartner für die Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind, wäre doch das Optimum für uns alle. Obwohl sich die CDU letztes Jahr im Kommunalwahlkampf auch für einen Fahrradbeauftragten stark gemacht hatte, sieht dies jetzt anders aus. CDU-Ratsherr Gerhard Paschwitz zu den Gründen, warum er diesen Posten für entbehrlich hält. Und dem Fahrradbeauftragten, das ist auch ein Dauerthema. Wir haben hier qualifizierte Leute von Herrn Aden bis zu Herrn Schweiger drunter und Herrn Beverung bei der Stadt Hameln angesiedelt, die uns hier weiterbringen können. Und dass ein Ehrenamtlicher dann noch eine Aufwandsentschädigung bekommt, ist auch nochmal so ein Fragezeichen, der dann ins Rathaus gehen müsste sich erkundigen, was anliegt im finanziellen und planerischen Bereich. Da ist die Verwaltung viel besser aufgehoben, das direkt uns vorzutragen im Rahmen der Begleitkommission. Da sind 24 Persönlichkeiten und im Rahmen des Fahrradbeirates, dass wir da über 60 Persönlichkeiten anschreiben mit Herrn Wilde zur Inspektionsfahrt vor Ort. Da das Konzept fahrradfreundliches Hameln ja die Stadtverwaltung umsetzt, ist es natürlich auch interessant zu wissen, wie sie zu dem Fahrradbeauftragten steht. Dazu der erste Stadtrat Hermann Aden. Die Idee des Fahrradbeauftragten, so wie die Gruppe ihn vorgetragen hat, die ist nachvollziehbar. Ich bin aber ein bisschen zwiespältig, ob der Nutzen wirklich so groß ist, weil ich viel mehr Hoffnung in die Arbeit des Fahrradbeirates setze, als denn in einen Fahrradbeauftragten. Also wir müssen den nicht haben seitens der Verwaltung. Wir würden uns aber auch nicht dagegen sperren. Wenn ich den Antragsteller oder die Gruppe richtig verstanden habe, soll der insbesondere Wünsche aus der Bürgerschaft bündeln und eine Art Kommunikationsbindeglied darstellen zwischen der Fahrradbegleitkommission oder dem Fahrradbeirat und der Verwaltung und der Bürgerschaft. Sagt Hermann Aden. Zwei Hürden muss der mögliche Fahrradbeauftragte übrigens noch nehmen, denn auch der Verwaltungsausschuss